jetzt wieder, auch wenn etwas zeitlich verzögert. Ich wollte eigentlich das Video letzte Woche schon noch hochgeladen haben. Zum zweiten Teil der April-Neuzugänge. Dann kam aber kurzfristig sowas dazwischen. Ich wollte es eigentlich direkt hintereinander wegmachen im April, aber naja, wie es dann manchmal so ist. Jetzt eine Woche später. Zu Beginn erstmal wieder, was im Hintergrund läuft. Und zwar ist das Wishbone Ash mit New England. Das, ja, eins der späten 70er-Alben von ihnen. Und ist auch vor noch nicht allzu langer Zeit in meine Sammlung gekommen. Es ist eines der letzten Alben vor den 80ern, was mir noch fehlte von ihnen. Das ist, glaube ich, von, ich glaube, 78 oder 79, wenn ich mich nicht täusche. Das ist auf MCA, wie quasi alles von ihnen. Ja. So, dann gehen wir mal weiter, was tatsächlich den April noch angeht. Hier jetzt Status Quo, Just Supposing. Bin ich der größte Status Quo-Fan und wenn eher eigentlich die ersten Alben. Da fand ich sie noch richtig stark. Hier ist halt solider Rock, ne? Aber ist jetzt nicht mein Favorite, sag ich mal. Status Quo. Das ist eine 1980er Aufnahme, wie ihr seht, noch schön in der Folie. Also, ne, in den Top-Zustand kann ich es natürlich auch nicht da liegen lassen, wenn sogar noch Folie und alles rum ist. Weiter geht's mit Hard. Hard, ja, so eine Pop-Rock-Band. Das ist jetzt hier ein Live- und Best-of-Album in einem. Also, eine Seite ist live. Beziehungsweise eine Platte ist Live-Hit-Singles und das andere sind halt, glaube ich, Studio-Best-ofs. Also, ne, einmal Hits, die größten Hits, einmal in Live und einmal in Studioaufnahmen, aber nicht, dass sie jetzt das doppeln, sondern normal haben sie Live-Aufnahmen mal Dings genommen, das halt getrennt auf zwei Seiten. So, mein Gott, kannst du auch umständlich ausdrücken. Ist auf Epic und wenn ich mich nicht täusche, ja, 1980. Von 1980 ist das Teil. Ja, ganz gutes Ding, ne? US-Pressung. Ja, das ist toll. Jetzt haben wir hier einen Exoten im wahrsten Sinne des Wortes. Belly Dance Nights. Layal Burk El Hammam. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, Belly Dance, also Bauchtanzmusik. Aus dem Libanon. Fand ich cool. Ich stehe auch auf Weltmusik und war bei einem kleinen Paket, was ich gekauft habe, dabei. Das ist jetzt hier auf Harem Records. Das ist quasi eine französische Veröffentlichung, glaube ich, meine ich. Ursprünglich halt eine libanesische Veröffentlichung, also nicht original aus dem Land. Obwohl auch alles hier noch in Arabisch nochmal zusätzlich beschrieben. Also, finde ich ein cooles Teil auf jeden Fall. Ist auch späte 70er, Anfang 80er, also, wenn ich mich nicht täusche. So, dann haben wir ihn. 80er Album von Elton John, Breaking Hearts. Ja, nicht das stärkste seiner. Mir gefallen die frühen Sachen besser. Ist jetzt nicht so der Bringer, aber ne, um die Elton John Serie zu komplettieren, Diskografie, behalte ich sowas natürlich immer gerne. Auf Rocket Records, wie auch fast alles, Deutschpressung, ist von, ja. Ich sag 84. Und das ist korrekt. So. Also, Elton John Breaking Hearts. Weiter geht's mit einer Bluesscheibe. Blind John Davis, so rum. Chicago Blues in Boogie Woogie, Alive, Live and Well. Ist in Deutschland, glaube ich, live mitgeschnittenes Album. Ja, genau. In Bonn, im Club Populaire, 1973. Ja, das ist so Piano Blues. Das ist ein nettes Teil auf Ornament. Und ja, von 1976 veröffentlicht, 73 aufgenommen. Kann ich nur empfehlen, das ist echt solider,
schöner Blues-Sound. Kein Blues-Rock, sondern wirklich klassischer Blues. Weiter geht's mit Jazz, nämlich Weather Report, dem Debütalbum. Auch so mit das Letzte, was mir in der Weather Report-Reihe noch fehlte. Ist mehr so in Richtung Fusion, also kein klassischer Jazz. Mit den üblichen Verdächtigen, Aito, Morero, so, Alphonse Mousson, Joe Savinoful, Wayne Shorter und Miroslav Vitus. Also schon in der ersten Besetzung so gewesen. Fusion Sound, guter auf CBS, wie auch, glaube ich, alle ihre Alben. Und Veröffentlichung müsste sowas 72, 73 sein. Das meine ich. Ist wieder nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Dann weiter geht's im Jazz. Hier haben wir, gehen wir Richtung Brasilien. Noch nicht Bossa Nova, aber hier Querflöten. Herbie Mann. Mein Favorite Querflötenspieler. Auf Prestige, beziehungsweise ist, glaube ich, Prestige Saba. Master for Stereo auch. Original ist er, glaube ich, 65 oder 64 veröffentlicht. Das ist ein bisschen späteres Repress. Vertrieb der Saba-Schallplatten. Geiles Teil auf jeden Fall auch. Ne? Also ich stehe auf Herbie Mann. Der hat ordentlich Groove und Funk drin. Gut tanzbar die Sachen von ihm. Also mich holen die immer sehr ab. Schönes Teil. Habe ich auf einer Börse auch für 2 Euro oder so bekommen. So, im letzten Video hatten wir schon die EP von ihr, jetzt hier das Album. Tash Sultana, Flow State, aktuelle Scheibe, beziehungsweise 2018 veröffentlicht. Hatte ich ja schon letztes Mal was zugesagt. Multi-Instrumentalistin, die über eine Loop Machine ihre Sounds immer selber alleinig aufbaut. Kommt aus Australien. Weiß nicht, 22, 23 oder sowas, mega, mega, wie soll ich sagen, sphärische Sounds auch, kann ich nur empfehlen. Kommt auch nach Köln diesen Sommer, hab noch keine Karten, aber spiel mit dem Gedanken. Gibt es auch nochmal so eine Marvel bunte, entsprechend kurios bunt auch, wie das Cover ist. Schreibe ich, habe aber das Black Vinyl und hier noch ein schönes Booklet bei und. Also auf jeden Fall sehr spannende Frau, sehr gut. Kann man sich alles wunderbar auf YouTube reinziehen, auch wenn man sich erstmal einen Eindruck verschaffen will, aber ich kann es nur empfehlen. Dann weiter geht's. Falsch rum. John Lee Hooker. And Coast to Coast Blues Band. Anywhere, Anytime, Any Place heißt das Teil. Auf United Records. Sehr solider, sehr guter Blues-Sound. Ist von keiner Ahnung, ich glaube, ich habe es vorher schon mal nach. Ich weiß gar nicht, schon mal nach. Aber müsste auch irgendwas in den 70ern sein. Es ist wieder nicht, also ich verstehe es nicht, weshalb es nicht zumindest auf dem Label ist. Ne? Es hat immer so, dass nirgendwo auf der Platte vermerkt ist, wann das zeigt. Also ich reg mich jedes Mal auf. Ne? Lass es dann doch lieber sein. Ja, ich denke, es ist irgendwie so 74, 73. Mein Tipp. Loser. The Thielmann Brothers. Ethno. Also, ja, ich glaube, sie kommen aus Indonesien. Indonesische Band, aber in den Niederlanden unterwegs gewesen, auch lebte auch in den Niederlanden und spielte so Beat Sound. Ich glaube von 64 ist das Teil. Cover ist ein bisschen abgegriffen, Platz echt noch gut im Zustand. Ne? Also zum Teil Eigenproduktion, zum Teil Cover-Songs gespielt, wie Put on Your Eyes von Beatles und so weiter. Aber guter Sound, echt und interessantes Zeug halt. Ich habe noch ein anderes Album von ihm, das kommt im nächsten
Im Mai werden wir es wahrscheinlich sehen. Also im Mai Zugang. Habe ich ein bisschen später gefunden gehabt. Nachdem das mich überzeugt hat, habe ich mir das andere Teil geholt. Ist eine Deutschpressung? Ist eine Deutschpressung. 64, wenn ich mich nicht täusche. Das ist auf Areola. Ach, aber man hier sieht man auch richtig als Teil, wenn man das Label sieht. So, dann haben wir hier Curved Air mit Aircut. Art Rock. Art Proc Rock, so. Ich hatte das Teil schon mal gekauft und dummerweise nicht reingeguckt, da war das falsche Album drin. Ja, weiblicher Gesang, Querflöte, Fiedel, also wirklich typische Proc-Instrumentierung. Kann ich nur empfehlen, auch ich habe ein Live-Album noch von dem, noch ein anderes, Air Condition. Also wer auf so Proggig, leicht auch klassisch angehauchten Sound steht, ist hier richtig. Curved Air ist auf Warner Brothers und 73er Veröffentlichung, Deutschpressung. So, weiter geht's mit Badfinger, Airwaves. Ja, Badfinger, englische Band, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt müsste ich mich echt hart vertun. Ich habe ein Album von ihnen, das mit der Lady drauf, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Diese orientalisch angezogene Finger nach vorne zeige ich, boah, manchmal ist mein Kopf ein Sieb. Ja, das war ein Bombenalbum, das ist echt eher bescheiden dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine wesentlich spätere Veröffentlichung. Ist auf Elektra, ich glaube, eine England-Pressung oder Ami-Pressung? Die Cover fühlt sich wie eine Arbeitpressung an. Steht wieder nichts drauf. Ist von 79 und das ist eine Ami-Pressung. Also es ist mir zu poppig und zu glatt. Ich fand es nicht so doll. Ist aber in einem guten Zustand, deswegen kommt es ins Archiv zumindest. Um meine Badfinger-Sammlung aufzubauen. Wie gesagt, ich habe da noch sehr wenig. Das erste Album suche ich auf jeden Fall noch. Ja. Ist mir bis jetzt noch nicht vor die Flinte gekommen. So, jetzt machen wir weiter mit einem richtigen Klassiker, aber schon mich hat es extremst gefreut, das Teil zu finden. Das ist Double Dynamite von Seven Dave auf Stax, was auch zeitgleich ihr Debüt ist. Ihr Debütalbum zumindest. Das ist ein Original Ami-Pressung von 66, Savion Plum Label. Und ja, ich hatte mich erst geärgert, ich hatte die Stelle hier so nicht so richtig bemerkt gehabt. Dann habe ich das vor allen Dingen, wenn ihr jetzt seht, wenn das Cover rauszieht, also es ist durchgegangen. Ich habe jetzt schon, glaube ich, ein neues Innerstativ reingemacht. Und oh, wo ist es? Die Stelle ist halt aufs Vinyl durchgeschlagen, hier oben. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da genau. Und er sagt, Scheiße, das ist hin. Track 2 kannst du vergessen. Wenn die da nicht springt und du dir deine Nadel kaputt machst, das auch nicht. Und wie es halt bei dem alten Vinyl ist, die Pressqualität ist nicht zu vergleichen, zum Beispiel mit den 80ern. So eine 80er-Platte wäre tot gewesen. Die Platte läuft ohne, also glaubt es was nicht, aber man hört fast kein Nebengeräusch an der Stelle. Also es ist Wahnsinn. Die Nadel läuft sauber durch. Also es ist schon ein Unterschied, die Jahrgänge der Pressung. Das muss man einfach so sagen. Das ist faszinierend. Also Sam and Dave, Double Dynamite, sehr, sehr geiles Soul-Album. Wunderbar. Mach mal den Hintergrund, die Wischbone Ash ein bisschen leiser. So, nach Sam and Dave kommen wir jetzt zu Iron Butterfly. Heavy. Ja, ich hätte natürlich lieber die Originalversion, aber diese Rock Classics kriegt man halt immer recht günstig und sind tatsächlich auch irgendwie häufiger am Start. Was soll ich sagen? Eins, ja, von was ist es? 68, ich glaube, es ist noch vor Inagada La Vida, wenn ich mich nicht täusche. Ja, schöner Orgen-Sound,
Sound, ne? Also nicht ganz so LSD-trunken wie in Galala wieder, aber trotzdem auch schön Psychedelic Orgel, worauf ich stehe. Also Orgel ist sowieso ein Mega-Instrument, was ich in der aktuellen Musik schwer vermisse. Viel zu wenig, oder Harmons und so. Also es gibt einfach immer einen Hammer-Sound und das fehlt mir. Naja, das Teil ist, glaube ich, von 68, ein Repress von 73 hier auf Original Rock Classics und das ist ein in Deutschland produziertes Teil. Ja, und MIDI ist ja das Label dann immer, ne? Ich glaube, MIDI ist dann aber auch irgendwie, ist das Sub-Atlantic oder wie ist das? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube schon, ne? Blablabla, Warner. Warner. So, dann haben wir noch den zweiten Teil eines Klassikers. Joan Rivers, More Life at the Whiskey A Go Go. Das Life at the Whiskey A Go Go kennt wahrscheinlich, ja, zumindest jeder, der Scheiben sammelt. Und das ist jetzt hier der zweite Teil quasi, das hinterhergeschoben wurde wahrscheinlich auf Sunset. Ja, hier sind viele Cover-Songs drauf, ne? Ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht mehr im Ohr, ob die anderen auch so viele Cover-Songs waren. Auf jeden Fall ein geiles Teil. Ich liebe das erste Album, ich liebe auch dieses zweite Album. War froh, als ich das gefunden habe. Ich hatte das mal, als ich das erste wieder ein paar Mal gehört hatte, da hätte ich nochmal nach Platten von ihm geschaut gehabt und da war mir das alles irgendwie, die wollten unheimlich Kohle für die haben. Da habe ich mir gedacht, nee, da ziehst du nicht ein, die findest du auch irgendwann mal günstiger. Und das war jetzt auch der Fall. So, ich kann wieder mal nicht sagen, von wann die Aufnahme ist. Ist eine Deutschpressung auf jeden Fall. Und ja, ich meine, das müsste auch irgendwann ganz frühe 70er sein, ne? Nee, bin nicht Deutsche. Also das Original zumindest. So, dann haben wir hier was, ich das Cover einerseits noch kleben muss, aber das ist jetzt mal zweitrangig. Und zwar Fun for Friends, Lady Killer 74. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist Big Band irgendwo auch, Big Band Jazz, die Pop Rock und ja, zum Beispiel auch, ja, aktuell dann Sound danach gespielt haben. Ja, also gute Sachen, ne? Hard Day's Night, Mercy Mercy. Was haben wir noch? Sunny. Und das dann halt, Can't Buy Me Love dann noch. Und das dann in diesem Big Band, also viele Bläser vor allen Dingen. Und ich finde es echt ganz geil. Also die Belegschaft, wenn man sich das anguckt, ist ja relativ alt für so einen Sound damals, 1974. Also, können ja mal gucken, das sind ja jetzt nicht so die funky Typen und Damen, sondern wird die ja schon etwas angestaubt bezeichnen, aber der Sound, der rauskommt, ist ganz geil. Ja, ist auf. Was ist das eigentlich für ein Label? Ja, jetzt rausgucken, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist eine Selbstveröffentlichung, also es ist hier. Ja, ich habe das Gefühl, es ist eine Privatpressung fast. Also nirgendwo ein Label. Nee. Anscheinend ist es eine Selbstveröffentlichung. Auf jeden Fall das Teil. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie selten das Ding ist. Ich war so ein Blindkauf irgendwo auch, ne? Beziehungsweise Quatsch. War kein Blindkauf, war in einem Paket mit dabei und ich hab reingehört. Bei den Sachen, wo ich mich gefragt habe, behalten oder abgeben, weil ich es nicht kannte. Und da hat es mich überzeugt, dass es bleiben durfte. Aus der gleichen Sammlung ist übrigens das Teil. Mississippi's Big Joe Williams and his Nine String Guitar. Live Recording auf Folkways Records. Auch frühes Ding, Mitte 60er, in super Zustand, muss ich sagen. Dafür. Ami Pressung 62. Ich glaube, das Ding ist aber eine spätere Veröffentlichung von 64, aber super Teil. Schönes, wie man sieht, das Cover, richtig schöne Struktur. Hier vorne das Bild ist dann aufgeklebt. Schöner Blues-Sound auf Gitarre, ja, Folkway, super Ding. Ne, tatsächlich ist es 62. Und Hammerteil. Also so richtig schön klassischer alter Blues. Nur die Nine-String-Gitarre. Oh.
Das ist richtig puristischer Sound, aber gut. Dann Miles Davis mit Tutu. Ja, ich habe den Aufkleber abgemacht. Ich finde das Cover wesentlich stärker ohne diesen Titelaufkleber. Ich drehe mal kurz noch die Scheibe um. Das war ein bisschen Hintergrundmusik. Ja, spätes Werk von ihm, 80er. Ja, Miles Davis war jemals was von Miles Davis schlecht? Ich finde persönlich nicht. Das Ding ist, um konkret zu werden, von 86, Warner Brothers, und ist eine Deutschpressung. Viel mehr müsst ihr dazu nicht sagen. So, dann haben wir was. Leider hätte ich eigentlich viel lieber eine andere Version davon, die First Press, aber leider ist es nur die Second Press geworden. Aber Made in Germany. Warum will ich die First Press? Nicht unbedingt, weil ich First Press Fanatiker bin, sondern First Press ist ein Doppelalbum. Hier auf der Variante fallen ein paar Lieder weg. Leider. Und deswegen bin ich leider ein bisschen traurig. Aber erstmal habe ich. Ne, dann haben wir noch Preisabriss hier und so ein Scheiß. Naja, ist jetzt auf Nova. Das andere Teil ist, glaube ich, auf Liberty. Ich glaube, es war Liberty. Oder United Artists. Ich weiß nicht genau. Ja, oben auch so ein leichter Wasserschaden. Also das Album ist von 75. Ich glaube, das Ding ist ein Jahr vorher, ist 74, ist das Original Double Album veröffentlicht. Amondyl 2. Ja, das Album setzt sich, Made in Germany, setzt sich mit, wie soll ich sagen, das war ja nicht auch so, genau, mit bekannten Deutschen aus einander hier, sondern das Bild, nicht ganz dasselbe, aber ein ähnliches, ist, bildet eigentlich das Cover der First Press. Naja, und die Lieder sind zumeist bekannten Deutschen gewidmet. Und textlich setzen sich ein bisschen auch mit denen auseinander. Und ist ein schönes Prog-Crowd-Rock-Album. Auch hier schon diese abgespeckte Version, aber vielleicht habe ich ja Glück irgendwann und mir fällt nochmal das Original in die Hände. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Werdet ihr dann ja sehen. So, Amondyl 2 Made in Germany. Weiter geht's mit Memphis Soul Jesse Butler. Ich muss mich ein bisschen reinhauen, ey. Das ist schon wieder ewig lang, das Video. Das ist eine Soul-Platte, reine Instrumental-Platte. Eine niederländische Pressung. Die andere, die Ami-Pressung sieht ein bisschen anders aus. Das ist auch Fontane. International Stereo. Schönes Teil, instrumental, sehr groovy, kann man sich gut geben, ist von auch relativ früh, ich glaube späte 60er, steht was drauf, Fontana hat sowas normalerweise draufstehen, aber natürlich in dem Fall auch nicht, ich meine es wäre irgendwie sowas wie 68, 69 gewesen, korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, ja, schönes Teil, ihr merkt, ich gebe jetzt ein bisschen Gas, damit das Video nicht wieder hier völlig zu lang wird, nächstes Ding. Ah ja, da haben wir eben noch über die frühen Sachen von ihm gesprochen. Elton John mit Elton John. Zweites Album oder drittes, wenn ich mich nicht täusche. Deutschpressung auf Hansa. Die Ami-Pressung ist ein Clubcover. Hätte ich auch schön gefunden, aber ich bin auch immer froh drum, Deutschpressung zu haben. Ja, ist von... Kann ich wieder nicht sagen. Ist auf jeden Fall rausgekommen auf Hansa. Habe ich gerade eben schon erwähnt. Was man... Your Song kennt man natürlich. Ja, die anderen habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Kennt man wahrscheinlich auch. Es ist wieder nicht drauf. Von wann? 71 meine ich. Wenn ich mich nicht täusche. Nagelt mich nicht fest. Schönes Teil auf jeden Fall. Und Elton John, so wie ich ihn mag. Dynamisch. Sehr viel Klaviereinsatz noch. Nicht so. Die 80er haben viele. Also das andere Album, was wir eben gesehen haben, die 80er haben irgendwie vielen Leuten den Sound kaputt gemacht, meinten dann irgendwie den aktuellen Sound spielen zu müssen, Synthes einzubauen, so was meistens ordentlich in die Hose gegangen ist. Hätten lieber bei, ne, Neil Young ist auch so ein Beispiel, hat auch ein, zwei katastrophale Alben für mich in den 80ern produziert oder gemacht und ähnlich ist es mit dem Elton John Album, was wir eben gesehen haben. Das ist wiederum sehr gut. Dann Ventures, Wild Thing. Holland Pressung, anderes Cover als die anderen Alben. Flipperty, ja, Ventures, ne, solider, guter Surf-Gitarren-Sound,
schon wieder ein, zwei, drei reinbekommen, die in dem nächsten Video sein werden. Ja, auf Liberty und ja, Wild Thing und so, da sind ja oft viele Songs, die sie einfach instrumental covern. Hier dann auch Summer in the City, Wild Thing, Hanky Panky und so weiter. Bist du auch sowas wie 68, 69 sein? Ja, müsste, kann ich aber nicht garantieren. So, dann haben wir Chuck Berry, Today Back Home, auf Chess Records, beziehungsweise Bellaphon, hier in Deutschland wieder veröffentlicht. Deutsche Veröffentlichung, das ist tatsächlich ein Studioalbum von ihm. Ganz oft hat man ja immer nur diese Best-ofs und so, aber das ist wirklich ein Studioalbum von, ja, immer diese 1970. Ja, Mann, da steht's mal. 1970, Chuck Berry, ja, auch immer gerne. Ne, originale Studioalben sind immer schwer zu finden. Hier habe ich mal Glück gehabt, war auch in einem schönen Paket dabei. Somit einer mehr für meine Chuck Berry-Sammlung. Den guten alten Gitarre-Klassiker. Dann kommen jetzt noch drei Alben. Das stelle ich mal zurück, das lasse ich mal als vorletztes oder letztes. Vorher zeigen wir mal das hier, auch im Krautrock zuzuordnen, aber irgendwie forkig, ne? Also Novalis, Flossenengel, das sind ja sehr große Storyteller, sag ich mal, in ihrem Sound. Das ist, glaube ich, ein 80er Teil. Und auch nicht wie die meisten anderen auf Brain, sondern auf Ahorn. War mir auch vorher nicht bekannt, das Label. Geht viel um Naturschutz und so auf dem Album. Ist produziert von Achim Reichel. Ja. Ist von 79. Und ja, solides Ding. Weil es ist jetzt nicht mein Favorite unter den Krautrock-Bands, aber halt geschichtsträchtig und deswegen auch geht alles, was ich finde, dass die Diskografie komplett ist, in meinen Besitz ein. So, als nächstes kommt dann was aus Frankreich. Congas. Congas ist eine Prog Percussion Band aus Frankreich. Auf Barclays ist es veröffentlicht. Ist ein sehr cool, also ist ein extrem kurzes Album. Also die Seiten sind knappe 50, also ne, der gesamte Album ist eine knappe halbe Stunde, wenn ich mich nicht täusche. Und ist auf Metronom hier veröffentlicht, das ist die deutsche Veröffentlichung davon. Ja, also echt nicht so wirklich, ich behaupte, das ist nicht bekannt. Mir war es vorher nicht bekannt, ich hab's, war ein Blindkauf. Ist von 74 und ja, sehr rhythmisch natürlich, ne, wenn sie schon Congas nennt. Ich fand es echt gut. Ich glaube, sie haben ein anderes Album, wenn ich mich nicht täusche. Da werde ich jetzt mal die Augen noch aufhalten, aber auch sehr schöner Zustand, bis auf hier das Handschuhe, ne? Aber sehr, sehr guter Sound. Kann man auch einzelne Sachen von, wenn ich mich nicht täusche, auf Amazon hören. Ach, meine Güte, auf YouTube sich reinziehen. So, jetzt kommt hier was. Schönes Teil, lange gesucht. Jetzt ist es das Repress geworden, weil original kaum zu bezahlen und das Ding echt von der Börse extremst billig war. Emergency Entrance. Emergency ist ja dem Krautrock zu zollen, auch wenn viele Mitglieder, das macht mich nicht fertig, Ungarn, ich glaube aus Ungarn kam, ähnlich wie die Jungs aus, oder was, Slowenien? Scheiße, ja. Auf jeden Fall aus dem Osten kam und unter anderem auf der ersten Scheibe war Udo, unser aller Udo Lindenberg, noch der Trommler. Das ist auf diesem zweiten Album hier nicht mehr der Fall. Sehr geiler Jazz-Rock, Jazz-Brock-Rock. Ja, um Hannus Berker, warte mal, nee, wer hat denn hier, wer war denn hier der Initiator? Ich habe mal nicht mehr drauf. Oder war das Hannus Berker? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, super Teil. Ist jetzt eine Longhair Repress. Ich habe das Ding neu, nicht mehr eingeschweißt, aber neu für
Ein Zehner. Ja, es war ein Zehner. Gekauft. Sonst zahlst du immer 15, 20 Euro bei den neuen Teilen. Und aber netter, super netter Typ auch für Börse. Der hat mir das Teil günstig gegeben. Sagte, boah, ey, alle gehen dran vorbei. Keiner kennt das. Nimm mal mit, ey. Wenn du das geil findest, für einen Zehner kannst du mitnehmen. Die haben alle keine Ahnung. Ja, und super Teil. Ich habe auch, genau. Ich habe auch vergangene Wochen das erste Album gekauft, auch als Repress, weil die Scheibe mir so gut gefiel. Die ist dann im nächsten Video drin. So, boah, eine halbe Stunde gesprengt, wollte ich gar nicht, ist jetzt so. Ja, das waren jetzt komplett die April-Zugänge.